Hallo, liebe Leute. Da wären wir auch schon wieder bei der nächsten Folge von Sekiro. Springen wir direkt rein ins Spiel. Denn ehrlich gesagt, ich kann nicht warten. So, wir sind direkt da, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Mit unserem Feuerwerk. Jo. Dann machen wir mal weiter, ne? Oh, Geistemblem kaufen. Das sind die, damit wir das Feuerwerk überhaupt nutzen können. Und dann kaufen wir mal, wenn es geht, 10. Oh, 9. Dann machen wir lieber 5. Aha. Ach, 15 können wir maximal machen. Okay. Dann gehen wir wieder an, wo wir aufgehört haben. Huch. Das war mein Kabel im Lüfter. Oh, wir dürfen wieder lauschen. Ach hey, irgendjemand hat uns gesehen. Da hinten sitzt jemand. Das war jetzt nicht so pralle. Einfach mal runtergefallen. Ich nicht. Aber Feuer. Irgendein Gegner, ich vermute das Riesenviech, was wir kurz da hinten gesehen haben im Hintergrund. Passt ja, dass wir dieses Feuerwerkszeug haben. Gesehen haben. Haben wir irgendwas, was uns hilft? Hm. Nicht wirklich. Gottes Willen. Hui! Der Dropkick drauf, okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Und das war's auch schon. Kläglich versagt, würde ich mal sagen. Wir haben kläglich versagt. Die Hälfte der Erfahrung für den nächsten Fähigkeitspunkt und Zen gehen beim Tod verloren. Alles Verlorene ist für immer fort. Man kann diesem Verlust nicht entkommen, vielleicht einzig durch die Gnade der Götter oder Buddhas. Ach hey. Die Jungs sind natürlich auch wieder da.
nirgendwo lang. Ja, wir müssen da lang. Okay. Aber nicht, dass wir dem entkommen können. Oh, jetzt haben wir da oben so eine Nebelwand, falls ihr da hinten seht. Das heißt, es ist ein Boss. Also müssen wir ihn machen. Ja, wie machen wir das jetzt? Nein! Verdammt! Dieser Smash and Grab ist so bösartig. Das kann ein Momentchen dauern, Leute. Göttliche Hilfe. Die Hälfte der Fähigkeitserfahrung und Zen gehen beim Tod verloren, aber in seltenen Fällen lässt sich dies verhindern. Die göttliche Hilfe der Gottheiten und Buddhas kann dich vor dem Verlust bewahren. Die Chance auf göttliche Hilfe findest du im Pausemenü. Ach da, göttliche 30%. Okay. Was ist eigentlich, wenn wir... Oh, man kann also immer nur einen nutzen. Verdammt. Jetzt haben wir den Angriff-Punkt versaut. Ah, egal. Dropkick ist so krass. Das kann man nicht blocken. Oh mein Gott. Nein, dann habe ich es wieder übertrieben. Oh Mann.
Das würde eine Weile dauern, Leute. Das würde eine Weile dauern. Gut, wir haben den hier hergelockt. Oh, das ist gut. In die erste Leiste. Oh mein Gott. Wir haben ihn abgesichert, oh nein. Der Dropkick. Ich finde ihn so gut. Nein, verdammt. Überlebt. Oder auch nicht. Komm schon. Ja, komm. Wir haben ihn. Puh. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Der war lustig. Gebetsperle, eine lose Gebetsperle, eine Figur des Bildhauers, vier davon dazu. Dazu bringen, erhöht die maximale Liquidität und Haltung der Besitzer Wolf zwei Perlen. Okay. Eine latente Fähigkeit, die die Heilwirkung von Erholungsobjekten erhöht. Medizinisches Wissen ist für das Überleben eines Shinobis unverzichtbar, da Wunden im Kampf unvermeidlich sind. Der einzige Weg, solche Techniken zu lernen, ist wieder und wieder von würdigen Gegnern verletzt zu werden. Shinobi Medizin Rang 1. Oh Gott, Leute. Das war... Okay. Verdammt. Eine Überlegung haben wir auch schon. Oh. Nachtschwalmfernrohr. Ein Bambusfernrohr. Shinobi haben gute Augen, aber mit diesem Rohr können sie noch weiter sehen. Die Nachtschwalm-Ninja dienen Ishins Ashina. Sie bewachen die Dächer der Ashina-Burg und suchen mit scharfen Augen nach Eindringlingen. Nachtschwalm-Augen entgeht nicht viel. Kürbissamen, ja. Yeah. Müssen wir zu der Dame gehen. Damit wir hier. Verdeckt.
Also, wir müssen zur Dame, damit wir unsere Flaschenanzahl mal erhöhen können, also dass wir öfters nutzen können. Oh oh. Oh! Viele Gegner, ne? Wie sehen die uns hier noch? Hier liegt was? Göttliches Konfetti. Oh, Konfetti mit göttlichen Segen zur Verbannung von Erscheinungen. Das Papier wird in einer Zeremonie mit Urquellwasser hergestellt. Wie die Götter die Wasser segnen, so segnet auch das Konfetti all jene, die es berührt. Somit ist es möglich, Gegnern vom Typ Erscheinungen anzugreifen. Oh, da muss man das später anscheinend auch drauf achten. Lesen. Kehrt um, wenn ihr leben wollt. Kopflose können nicht enthauptet werden. Unsere Schwerter und Lanzen sind nutzlos. Muss auf jeden Fall ein bisschen vorsichtiger sein. Diesmal kriegen wir ihn. Diesmal kriegen wir ihn. Nur direkt nehmen wir dann umgebracht, kann man merken. Er hat es auch nicht gemerkt. Dann holen wir dich von hier. Kommen wir dem so von, durch den Hinterhalt? Ja! Oh mein Gott. Ich vergesse jedes Mal, mich zu heilen. Nein. Ach komm schon. Verdammt.
sind wir im Maronen Tempel. Ich hoffe, ich muss den Riesentypen da nicht nochmal machen. Können wir immerhin die Flasche aufwerten. Fäuleessenz Bildhauer. Von irgendwoher ertönt ein gequältes Husten. Der hustende Mann fertigt wie besessen Buddha-Statuen an, um nicht von den Flammen verzerrt zu werden. Der Besitz dieses Objekts reduziert die Chance, göttliche Hilfe zu erhalten. Fäuleessenz ängstliche Dienerin. Von irgendwoher ertönt ein gequältes Husten, das Husten und Keuchen einer alten Frau, die sich um ihren geliebten Herrn sorgt. Der Besitz dieses Objekts reduziert die Chance, göttliche Hilfe zu erhalten. Sehe ich nirgendwo. Je öfter jemand mit der Macht des Drachenärms stirbt, desto weiter verbreitet sich die Krankheit namens Drachenfäulers Husten und Keuchen. Überall ist Beweis, dass jemand, der mit dem Wolf zu tun hatte, erkrankt ist. Je mehr Fäulessenz du hast, desto geringer sind deine Chancen auf göttliche Hilfe. Darin gewährt die Macht der Auferstehung, doch das ist keine gewöhnliche Macht. Regelmäßige Nutzung führt zum Stillstand und läuft dann über. Wer nicht über die Macht verfügt, wird krank. Die Krankheit nennt sich Drachenfäule. Er wusste viel darüber, dennoch konnte er trotz seines Wissens kein Heilmittel finden. Vergib mir, kann man diese Drachenfäule irgendwie behandeln? Das weiß ich nicht, aber sie muss aufgehalten werden. Ich muss die Aufzeichnung meines Mentors durchsuchen. Vielleicht findet sich ein Weg. Danke. Ja. Ah, legt die Samen in die Kürbisflasche. Perfekt, erhöht sich. Ist es seltsam? Ich verüble es euch nicht. Wenn es effektiv ist, ist es ein Grund zu feiern, ob seltsam oder nicht. So hat mein Mentor Dong es mich gelehrt. Ich verstehe. Bitte bringt für weitere Kürbissamen, solltet ihr welche finden. Ich müsste die Menge an Heilwasser damit weiter steigern können. Auf Wiedersehen. Jetzt können wir die theoretisch ein paar Mal mehr nutzen. Oh man, Leute, wir müssen doch mal den ganzen Weg nutzen. Egal. Okay, die sind wieder hier. Aber der Große nicht. Oh. Haben wir schon gekämpft. Geht's weiter. Ich vermute mal, wir müssen da runter. Eine Stadt. Jetzt können wir hier wenigstens hinreisen. Puh, Leute. Wow, 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 wow. Erdbeben? Ein Erdbeben. Ah. Nope, hier gibt's nix.
Na gut. Oh! What the hell? Holy shit. Okay. Oh Gott. Lauf. Wo muss ich hin? Gottes Willen. Ist das ein Riesenvieh. Zieht es uns hier ja nicht. Oh mein Gott! Oh mein Gott. Was habe ich getan? Lauf! Lauf! Jeans, Konfekt, das Tempo hohe Priester gab dieses Konfekt einem Attentäter klein. Das macht lautlos und unsichtbar, sodass sie kaum wahrzunehmen waren. Man muss darauf beißen und die Göschin-Haltung einnehmen, um seinen unmenschlichen Segen zu erhalten. Diese Attentäter erledigen Zenpos Drecksarbeit. Einst waren sie Wächter des Tempels, doch jetzt dienen sie dem Willen der Mönche auf ihrer Suche nach Unsterblichkeit. Oh mein Gott, ich möchte rasten.
mit dem Schreck machen wir für heute erstmal Schluss. Das war eine verdammte Riesenschlange. So ein Monster. Oh Gott. Ich habe die Riesenbefürchtung. Eine ganz schlimme Befürchtung. Wir müssen irgendwann gegen das Viech kämpfen. Und ich will nicht. Ich will nicht gegen dieses Viech kämpfen, Leute. Auf gar keinen Fall. Ja, diesmal hatten wir ein bisschen mehr Action, ne? Wir hatten einen Bosskampf. Wir hatten die Riesenschlange. Wir sind gescheitert. Und gescheitert. Und gescheitert. Wir haben es dann geschafft. Dann sind wir wieder gescheitert. Dann haben wir es doch wieder geschafft. Dann sind wir wieder gescheitert. Und jetzt sind wir hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das sind die Worte, mit denen ich das hier beende. Für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Naja, und...